49. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Ringer, erstes Finale, 3000 Zuschauer, 10 Kämpfe, erstes Duell, Papiergewicht 48 Kilo, Freistil. Im roten Trikot die Wittener, hier der Türke Münir Çalışkan gegen den jungen Georg Hocker aus Reilingen. Der Mann aus Nordbaden im blauen Trikot gilt als Favorit, aber dann nach diesem Einsteiger überraschend Schultersieger nach schon 2 Minuten, der um 12 Jahre ältere Türke Münir Çalışkan. Bodenakrobatik auch beim Mattenleiter. Noch liegt der Mann aus Reilingen nicht ganz auf den Schultern. Er muss fest fixiert sein. Den Zuschauern dauert es zu lange, bis der Schiedsrichter, der Mattenleiter, es war Werner Schuster aus Stuttgart, den erlösenden Pfiff für die Wittener gibt. Aus und damit die ersten 4 Punkte auf dem Weg zur vielleicht 4. deutschen Mannschaftsmeisterschaft für Witten. Und gefeiert wird ein Türke. Es gibt ja viele Türken auf deutschen Matten. Hier also Münir Çalışkan, den Spezialisten im griechisch-römischen Stil, der an diesem Kampf im Freistil aber zeigte, dass er auch da ein Meister seines Fachs ist. 4 Punkte, mit denen Witten nicht unbedingt gerechnet hatte. Matte frei, aber man singt den Sprechchor, den Schlachtgesang der Wittner. Schrader, lass die Löwen los. Schrader, Fritz Schrader, ist der Trainer der Wittener, ein ehemaliger Meisterringer, der seine jungen Kameraden nun hervorragend in Schuss gebracht hat. Der zweite Kampf, die schwerste Kategorie, plus 90 Kilogramm. Für Witten Günther Klein im roten Trikot links, er der deutsche Meister. Für Reilingen Willi Weißbrot. Und mit diesem hervorragenden Hüftwurf, mit dieser Schleuder, holt Günther Klein schon in der Anfangsphase entscheidende Punkte. 4 Punkte. Ist es vielleicht gar der Schultersieg wie im ersten Kampf? Bei Çalışkan, nein, hier rettete sich Weißbrot noch einmal aus der Gefahrenzone zum Mattenrand. Aber Günther Klein aus dem Olympiakader des Deutschen Ringerbundes, er holt Punkt um Punkt. Ein Ausheber und Überwurf und wiederum 3 Punkte für den Mann aus Witten. Willi Weißbrot ist ein Meister Nordbadens, ein typischer starker Mannschaftsringer, aber nicht die allererste Klasse. 12:0 Punkte heißt es. Und dann nach gut 4 Minuten, gleich wird es soweit sein. 4 Minuten. Weißbrot versucht sich immer wieder zu retten durch Festhalten, durch Klammern. Und da will der Mattenleiter Zustimmung haben bei den Seitenrichtern. Er erhält sie. Und der Mann aus Reilingen erhält die 3. Verwarnung. Das heißt, entscheidender Sieger, auch im 2. Kampf ein Wittener, Günther Klein. Ein enormer Auftakt für den KSV Witten. 8:0 Punkte nach 2 Begegnungen. Pausenbilder vor dem letzten Kampfdrittel, vor den letzten 3 Minuten. Fritz Schader mit dem Rücken zur Kamera fächelt Selim Sari, einem weiteren Türken im Wittener Trikot, frische Luft zu. Sari auf der einen Seite für Witten, auf der anderen sein Landsmann Aslan Yildiz für Reilingen. 2 Spitzenathleten und es steht unentschieden. 3:3 nach dem ersten Drittel, 6:6 nach dem zweiten. Und nun Ernst Knoll, der Reilinger Trainer, auch ein Altmeister, schickt jetzt seinen türkischen Gastringer in die letzten 180 Sekunden. ...3000 Zuschauer machen die Halle zeitweise zu einem Hexenkessel. Emotionen, Leidenschaften werden hier frei wie kaum in einer anderen Sportarena. Und der Mann mit der Kniebandage, Aslan Yildiz aus Reilingen, er klammert jetzt. Vielleicht lässt die Kondition nach. Er flieht von der Matte. Er klammert.
und wird da endlich, meinen die Zuschauer aus Witten, verwandt. Der rote Arm wird gehoben, das heißt ein Punkt für den Mann aus Witten und eine Verwarnung für den Gegner aus Reilingen. In diesem dritten Kampf, dem Fliegengewichtklasse bis 52 Kilogramm. Sie haben viel abtrainiert, diese sogenannten Schwerathleten. Man sieht es ihnen an und der Jubel macht es deutlich. Da muss man gar kein Fachmann sein, dass der Wittener Türke hier einen weiteren Punkt gut gemacht hat. Jetzt zum 8:6. Gerungen wird im griechisch-römischen Stil. Die Griffe dürfen also nur bis zur Gürtellinie angesetzt werden, so wie hier. Und drei Armbewegungen, vier gezählt vom Mattenleiter. Er hat gewissermaßen Zeit genommen. Drei Punkte mehr für Sari in dieser Schlussphase. Und das könnte beinahe der Sieg sein. 11:6 jetzt. Und das ist der Schultersieg. Noch einmal drei Punkte. In den letzten Sekunden. Geht er noch auf die Schultern, der Mann aus Reilingen? Nein, im Kampfgetümmel wurde das Schlusszeichen nicht gehört. Es flog ein Handtuch. Aber es ist der dritte Sieg. Diesmal 3,5 Punkte wieder für Witten und damit 11 Punkte Vorsprung vor Reilingen. Es bahnt sich eine Dicke des Finalisten aus Nordbaden an. Und dennoch die Reilinger, dass sie so weit gekommen sind, es ist eine Überraschung gewesen. Ein Punktebringer für Reilingen, der Mann im blauen Trikot, Willibald Liebgott. In drei Gewichtsklassen hat er während der Punktesaison der Bundesliga Sieg um Sieg errungen und nun hier auch Punkt um Punkt gegen den deutschen Juniorenmannschaftsmeister Rudo Lukowski aus Witten. Ein Wittener Eigengewächs, zu jung noch, um gegen diesen deutschen Spitzenringer Liebgott in der Klasse bis 90 Kilogramm zu bestehen. 17 Punkte macht Willibald Liebgott. Walter Heindl, der Punktrichter aus Nürnberg, hat sie hier eben umgeblättert und dann nach gut 5 Minuten der Kampfabbruch, die dritte Verwarnung für den jungen Wittener und die ersten wertvollen Punkte für Reilingen. Rückstand nur mehr 7 Zähler nach 4 Kämpfen. Ja, nun hofft man wieder auf Reilinger Seite. 11,5 zu 4,5. Bodenkampf auch für den Mattenleiter, aber er muss schnell sein beim Szenenwechsel. Fritz Huber, der dominierende Mann im roten Trikot, gegen Günther Leier, einen Reilinger. Fritz Huber aus Bad Reichenhall. Er hat Hammerlock gefasst, einen berühmten Ringergriff, den der Australier Willem Stern Plättner schon um die Jahrhundertwende angewendet hat. Und hier führt er für Fritz Huber zum Erfolg nach 8 Minuten, 20 Sekunden, Schultersieg und wiederum 4 Punkte für die Wittener Staffel. Ein sensationeller Vorsprung, auch für die Experten, als es in den sechsten Kampf geht. 82 Kilogramm und aus den Huber-Rufen sind jetzt Helbing-Rufe geworden. Karl-Heinz Helbing, der Weltmeisterschaftsdritte dieses Jahres, gegen Erich Klaus aus Reilingen, ebenfalls Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaft, allerdings im Leichtgewicht. Zwei der stärksten bundesdeutschen Ringer, Olympia-Favoriten. Und hier aus einem Angriff von Klaus kontert Helbing und holt sich 2 Punkte. Hermann Schwindling, der Präsident des Deutschen Ringerbundes, anscheinend gar nicht so zufrieden mit diesem Kampf. Aber so ist es manchmal, wenn zwei Weltklasse-Leute aufeinandertreffen, dann leidet ein bisschen die Schönheit darunter. Und vor allen Dingen dann, wenn es um so viel geht wie hier. Erich Klaus hat einen Punkt aufgeholt. Und man hofft am Mattenrand in der Reilinger Ecke, in der auch eine Masseuse sitzt. Und wieder Helbing. Ein Punkt mehr. Zeit. Die Zeit zur Pause der ersten 3 Minuten wurde nicht gehört. 4:1 steht es in diesem Augenblick. Und nach 3x3 Minuten hat Karl-Heinz Helbing am Ende 7
3 gewonnen. Ich nehme es vorweg und Witten einen Vorsprung von 13 Punkten nach 6 Duellen. Für den HV Reilingen Wolfgang Leier, für den KSV Mitte 07 Hans Huber. Noch einmal Huber, Hans Huber diesmal aus Bad Reichenhall auch im roten Trikot. Und die Uhr läuft nicht lange, da schon eine ganz entscheidende Situation, ein Kopfhüftzug, eine Blitzaktion, überraschend, denn Huber ist Außenseiter gegen Wolfgang Leier und er hat den Gegner aus Reilingen fest. Vorher Günter Leier, der Gegner von Fritz Huber, jetzt Klaus Leier, Wolfgang Leier gegen Hans Huber und Hans Huber hält ihn fest. Nach 50 Sekunden holt er 4 Punkte und jetzt heißt es gar nach 7 Duellen 17 Punkte Vorsprung für Witten. Und auch wenn Reilingen später noch 6 Zähler aufholte nach Hans Hubers Sieg, war den Zuschauern klar, dass der deutsche Mannschaftsmeistertitel dem KSV Witten im Rückkampf kaum noch